Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video, Friends. Wir geben uns den allerletzten Song von Apache. Hört sich so an, als ob der jetzt nie wieder Musik machen wird. Aber den letzten, den wir noch offen haben, und zwar an der U gedreht. Den letzten, den ich mir davor angehört habe jetzt, war Soweit, den ich gar nicht gut fand. Also das war wirklich der erste Song, den ich mir nicht nochmal geben werde, denke ich zumindest. Und den ich auch nicht irgendwie, keine Ahnung, wo ich jetzt auch keinen Bock habe, versuchen mich da nochmal reinzuhören. Ich hoffe, dass wir hier weniger von diesen hohen Stimmen haben. Wir werden es sehen. Ich muss aber sagen, das Design von diesen Kapitelbundles sieht sehr, sehr geil aus. Ich würde sagen, Freunde, wir hören einfach mal rein. Das Ding ist produziert von, steht wieder nicht bei. Wir werden aber sehen, von wem es produziert ist, denke ich. Ja, wir hören rein, Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt. An der U gedreht. Das ist dieser, ist so ein Kinderlied wieder, ne? Wer hat an der U gedreht? Da hat ja, Apache hat ja dieses eine. Und wenn die Sonnenstrahlen dich mal wieder morgens kitzeln und du, musst du halb im Schlaf noch niesen? Das war ja auch ein Kinderlied. Ich weiß, ich bin gespannt. Let's go. Wie geht denn das? Wer hat an. Ich weiß nicht, wie das Original geht, aber so langsam, glaube ich eher. Okay, produziert von Lucra und Swenna. Oh, hier steht Made in Mallorca und auf dem anderen stand Made in Istanbul. Das ist da, wo sie wahrscheinlich unterwegs waren und diese Songs geschrieben, aufgenommen, produziert haben, wo sie an den Songs gearbeitet haben. Das ist geil. Das ist gut gemacht, cooles Gimmick. Sag, weißt du noch mein Name? Wie wir einmal waren. Sau schön, der Stimme. Weg geht noch so lang. Warum hältst du jetzt ab? Sind eingefroren, mir ist kalt. Sehr schöne Stimme, Mann. Damals draußen mit Musikboxen gechillt. Und heute sind alle Spielplätze so still. Keine Menschenseele, hier ist alles leer gefehlt. Die Schaukel rührt sich nicht einmal im Wind. Werf ein letztes Mal einen Blick durch deine Fenster. Gibt's mir kein Zeit. Ey, ich finde den Anfang sehr, sehr gut, Mann. Sehr, sehr gut. Ich sag, kannst du mich dennoch sehen? Nein, du bist gefangen in deinem Fernsehen. I am Legend auf kaputter DVD. Ey, oh mein Gott, I am Legend. So ein guter Film. Nein, du bist gefangen in deinem Fernsehen. I am Legend auf kaputter DVD. Du hast doch an der Uhr gedreht. Oh, okay. Ich hab jeden Tag gezählt. Ich mach dieses AHA im Hintergrund. Die Sekunde, die ein Jahr vergeht, ist es wirklich schon so spät. Du hast doch an der Uhr gedreht. Und jetzt einen coolen Einstieg. Im Beat muss ein bisschen was passieren jetzt auch. Ja. Diamant besetzte Uhren bleiben stehen. Okay. Nicht mal die Dekadente sauert sie an. Wofür denn noch? Okay, also all in all, alles bei den beiden Kapiteln jetzt viel langsamer als gewohnt von Apache. Viel für langsamere Songs. Langsamer in allen Punkten. Es passiert nicht so viel. Wir haben auch so ein bisschen irgendwie so Disco-Vibes, kriegt man natürlich auch bei Too Sad to Disco, so heißt es ja auch. Und man kriegt diese Vibes auch. Es ist alles ein bisschen entspannter. Wer soll sie denn schon sehen? Frische Klamotten versauern im Schrank. Weißt du noch, wir hatten so viel zu tun und wurden eingesperrt. Jetzt muss alles ruhen, bis der Scheiß sich sperrt. Aber wir haben hier, glaube ich, nicht ansatzweise irgendwo diese High Notes. Das heißt, von der Stimmlage her für mich viel angenehmer. Sie geben keine Erklärungen hier, wir würden das eh nicht kapieren, Baby. Ich seh mich nach dir. Geil dafür. Mir geht's gut. Ich frage mich, ob es dir auch gut geht, Baby. Ey, der kam gerade so gut auf diesen Beat. Dieses gut geht, Baby, kam so gut. Mir geht's gut. Ich frage mich, ob es dir auch gut geht. Geil. Wo bist du? Kommst du wieder mal bei mir vorbei? Sehen wir uns bald wieder. Der hat einen geilen Vibe-Song. Hörst du meine Lieder? Ich falle immer tiefer und tiefer und tiefer. Du hast doch an der Uhr gesehen. Doch, mag ich sehr gerne. Mag ich sehr, sehr gerne den Song. Mag ich sehr, sehr gerne. Also Kapitel 2 gefällt mir deutlich besser als Kapitel 1 von Too Sad to Disco. Ich hab jeden Tag gezählt. Ey, seine Stimme hört sich so gut an hier gerade. Es ist wirklich schon so spät. Du hast doch an der Uhr gedreht. Du hast doch an der Uhr gedreht. Ja, viel, viel besser auf jeden Fall. Ich hab jeden Tag gezählt. Wo jede Sekunde wie ein Jahr weggeht. Ist es wirklich schon so spät. Du hast. Ich würde jetzt gerne wissen, wie die originale Kinderliedmelodie ist. Ich höre es von danach, glaube ich, einfach mal an.
Weil wenn ich jetzt ein Kinderlied anmache, wird das Video direkt gesperrt. That's not bad. Deutlich besser als Kapitel 1, würde ich sagen. Also nach meinem Geschmack, nach meinem Geschmack. Friends, wir kommen zum kleinen großen Mini-Fazit. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass das von der Stimmlage her der beste Track ist von allen, weil einfach hier diese normale Apache-Stimme im Vordergrund, im Fokus stand, die ich angenehmer finde, die ich nicer finde. Ich mag allgemein die schnelleren Songs von ihm lieber, muss ich sagen, die dir auch ein bisschen, ja, in Richtung Roller gehen, in Richtung Brot nach Hause gehen, halt diese Ohrwurm-Sachen, die ein bisschen poppiger und radiomusiktauglicher vielleicht noch sind, weil ich finde, dass da seine Stimme noch viel besser zur Geltung kommt und ich halt schnellere Songs einfach gerne mag. Aber ich finde cool, dass er so seinen eigenen Take mal hier macht, sich ausprobiert, deswegen auch das mit diesen hohen Stimmen trifft halt meinen Geschmack null, aber viele von euch feiern das total, deswegen auch cool und wichtig, dass er es macht irgendwie. Ja, man, aber ansonsten ein schöner Song zum Abschluss, finde ich. Hört sich auch ein bisschen an wie ein Outro, gerade weil er gegen Ende so langsam wird. Aber ansonsten würde ich sagen, Kapitel 2 viel stärker als Kapitel 1, nach meinem Empfinden. Ich weiß, ist Kapitel 3 noch angekündigt? Kommt da noch was? Ich weiß es nicht, glaube aber nicht. Ansonsten sehen wir uns da wieder, Freunde. Lasst mal eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren da. Bleibt fresh, so wie immer. Und tschüss.